Zurück im Antholzer Tal hier in der Höhe, unterhalb der Rieserferner-Gruppe Andrea Henkel, sehen wir hier in der Vorbereitung also mit der Startnummer 30. Für sie ist Antholz ein sehr, sehr gutes Pflaster, hat sie gestern noch einmal betont. 11-mal schon stand sie hier auf dem Podest. 5 Siege hat sie eingefahren in der Höhe von Antholz. Und zuletzt in der Saison 2009 und 10 stand sie hier auf den Plätzen 1, 2 und 3 in den 3 Rennen, also auf jeder Stufe des Podests. Drücken wir ihr die Daumen. Auch ihr gelingen ja in den vergangenen Wochen sehr, sehr starke Rennen. Ganz zu schweigen von Miriam Gössner. In den letzten 8 Rennen jeweils mit den Laufbestzeiten. Damit hat sie die Bestmarke von Magdalena Neuner aus der Saison 2007 und 2008 eingestellt. Also der Blitz quasi auf den Strecken des Frauenbiathlons. Miriam Gössner, sie wird sicher wieder eine gute Rolle in diesem Rennen hier spielen. Also die deutsche Mannschaft mit 6 Damen wieder am Start, vollzählig. Keinen Platz freigelassen. Maren Hammerschmidt als junge Athletin ist mit reingerückt und ebenfalls auch Evi Sachenbacher-Stehle mit der 93, werden wir sie später sehen. Und sie hier beginnt den Reigen, Andrea Mali, insgesamt 102 Athletinnen für einen Donnerstag. Die Anlage hier in Antholz schon sehr ordentlich besetzt. Das wird sich zum Wochenende hin noch füllen und prall gefüllt darstellen. Und mit dem Sonnenschein, der wirklich gerade erst vor einer Stunde hier durchgebrochen ist, ist das hier eine prächtige Kulisse. Natalia Burdiga aus der Ukraine. Aber genau dieser Sonnenschein, das ist schon ein Thema. Gerald Hönig, gestern nach dem Training haben sie lange überlegt, wer in welche Startgruppe geht. Da hieß es noch leichter Schneefall. Jetzt haben wir Sonnenschein. Kein Problem für die Techniker, die arbeiten bis kurz vors Rennen. Aber die Athleten mussten gestern nominiert werden, sodass viele der Guten im Mittelblock sind, wie Tora Berger als Startnummer 52. Also, richtig gemacht, falsch gemacht, was kann passieren? Es ist eine Sicherheitslösung, eine Sicherheitsvariante, wenn ich in die Mitte gehe, da mache ich nicht viel falsch bei den Startgruppen. Heute wird es mit zunehmender Zeit schneller, da bin ich mir relativ sicher. Die hinteren Startgruppen sind vielleicht minimal bevorteilt, das sind aber jetzt heute nur wenige Sekunden, weil die Verhältnisse auch jetzt bombig sind und es macht Spaß und Freude hier zu laufen. Nadezhda Skardino haben wir gesehen, die Weißrussin, die rausgeht auf die Strecke. 3x 2,5 Kilometer und wie so eine Runde aussieht, sehen wir jetzt. Ja, das Profil ist jetzt nicht das Schwierigste. Es ist so, dass wir hier eine Strecke haben, die Anstiege nicht zu steil, die Abfahrten nicht zu schnell. Aber das Problem ist, du musst hier ständig arbeiten. Und das in dieser Höhe, das macht die Strecken in Antholz so schwierig. Wir haben hier 2,5 Kilometer, die zu absolvieren sind, 3x. Es ist wirklich eine schöne, harmonisch zu laufende Strecke. Ja, und du hast es angesprochen, die Athletinnen haben gesagt, du musst halt dauernd arbeiten und das in der Höhe. Annalise Cook aus den USA, 28 Jahre alt, in Ruppolding vergangene Woche. Ihre Bestleistung für die Saison, 26. war sie da im Sprint, ganz gerne auch mal auf Telemark-Skiern unterwegs in den Bergen, die US-Amerikanerin. Also, wenn sie etwas später zugeschaltet haben, Franziska Hildebrandt mit der 10 wird die erste Deutsche sein. Andrea Henkel mit der 30, Miriam Gössner die 43, Nadine Heuchler mit der Startnummer 47, Maren Hammerschmidt die 71 und Evi Sachenbacher-Stehle trägt das Leibchen mit der Nummer 93. Pressesprecher des Deutschen Skiverbandes, rechts Stefan Schwarzbach mit Miriam Gössner, hat eben noch ein, zwei Fotos gemacht von der jungen deutschen Athletin, der 22-Jährigen. Sieht gar nicht danach aus. Gestern sagt sie noch, ich bin kein Höhenmensch. Schont sich hier aber nicht. Das dient alles der Erwärmung. Angenehme Temperaturen und die Laune, die steigt natürlich, ob des Sonnenscheins, der sich hier durchgesetzt hat. Natasia Dubaresava aus Weißrussland. Von vorne die erste Zeit der Ukrainerin. Schneller als die vor ihr gestartete. Alle 30 Sekunden geht eine Athletin ins Rennen. Schöner Blick hier von oben hinein ins Stadion. Krystyna Palka, eine aus der starken polnischen Mannschaft in dieser Saison. Zumindest vor Weihnachten waren sie richtig gut. Haben für Top-Ergebnisse gesorgt. Sie ist 12. im Weltcup.
schon dreimal unter den besten 10 gelandet. Und das ist in einem Feld wie diesem schon eine richtig gute Leistung. Rosanna Crawford aus Kenmore, aus Kanada. Dieser Saison ihre Bestleistung überhaupt abgeliefert. In dieser Disziplin, auch im Sprint, war sie 12. in Pokljuka. Und dann wird es spannend. Nicht, weil hier gleich die Schwedin Larsson durch die Zeitnahme kommt, aber Franziska Hildebrand, die startet und geht ihr Rennen an, den 6. von insgesamt 10 Sprints der Saison. Da haben wir die 25-Jährige, die hier empfangen wird, und dann bekommen Sie gleich einen Eindruck, wie viele deutsche Fans sich hier darunter gemischt haben. Begehrtes Ziel, das Antholzer Tal. Schnell rüber gehuscht aus Deutschland. Ja, sie hat gestern ein wenig Probleme, hat ein bisschen geklagt über die Höhe. Aber da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Die einen sagen, damit muss man einfach klarkommen. Man will sich das auch einfach nicht einreden, sagte zum Beispiel Nadine Heuchler. Ja, wenn man schon mit einer negativen Einstellung an so eine Geschichte geht, dann geht es auch meistens nicht gut. Das braucht man, da braucht man kein Psychologe zu sein. Wir haben aber eben oftmals gesehen, dass es den meisten Athletinnen gleich geht. Also da tun sich alle etwas schwerer. 1600 Meter Höhe, auch für Daja Domracheva. Die Athletin von Klaus Siebert, ganz stark mittlerweile, Laufbestzeiten. Insgesamt nicht so stark in den Spitzenergebnissen wie im vergangenen Jahr, da hat sie mehrere Rennen gewinnen können. In diesem Jahr war es erst eines. Und im Prinzip macht sie den Großteil der Mannschaft aus. Klaus Siebert sagte gestern nochmal, ich habe zwar 6 Athletinnen hier am Start, aber konkurrenzfähig ist eigentlich nur Daja Domracheva, vielleicht noch Nadezhda Skardino in der Lage, mal unter die Top 10 zu laufen. Aber dann muss alles zusammenpassen. Die Rumänin Reka Ferenc. Und wir haben Ihnen ja die Strecke vorhin gezeigt, in Gänze die Runde. Und die einzige Steigung, kann man sagen, die es in sich hat, die können wir Ihnen nochmal grafisch darstellen. Hier sehen wir sie erstmal im Bild. Das ist an der Huberalm, an der berühmten. Und das ist der steilste Anstieg, der hier mit 10% Steigung zu bewältigen ist. Hier kann man sehr schön die Attacken reiten, wenn es darum geht, einen Athleten oder eine Athletin zu überholen. 120 Meter knapp lang. Und dort werden wir die nächsten Tage immer spannende Wettkämpfe bzw. spannende Zweikämpfe sehen. Andrea Mali ist zurückgekehrt, beziehungsweise zum ersten Mal am Schießstand. Ja, und Sven Fischer hat vorhin noch betont, er war selbst noch auf der Strecke, gesagt, das ist alles sehr breit angelegt hier. Kann man sehr gut überholen. Und eben dann durch einen kleinen Sprint an diesem Anstieg auch Entscheidendes bewirken. Hier sehen wir schon mal, die Hand geht komplett weg vom Griffstück des Gewehres. Das sollte nicht sein, das sehen wir vielleicht später einmal besser. Der Vorteil ist einfach eine schnellere Zielbildaufnahme, wenn ich das die Hand dran lassen kann. Mit einem Fehler jetzt erstmal belastet Mali hier. Trifft alle 5 Scheiben. Gebürtige Russin, mittlerweile für die Ukraine unterwegs. Auch Skardino ist in Russland geboren. Und hier sehen wir, ist die Hand schon wesentlich besser am Griffstück, noch nicht optimal. Aber fehlerfrei. Ja, gute Schießleistungen zu Beginn des Rennens sehen wir bei den einzelnen Damen. Und hier 5,3 Sekunden. Der Rückstand bei dieser ersten Zwischenzeit nach 1,1 Kilometern auf der Strecke für Franziska Hildebrand. Eine Athletin, die übers Schießen kommt. Vergangenen Jahr hier 12. gewesen, da hat sie alle 10 Scheiben getroffen. Sichere Schützin. Und sie muss sich hier ein wenig zeigen. Steht in der Konkurrenz zu Nadine Horchler und Efi Sachenbacher-Steele, was zunächst einmal den Start für den Sonntag in der Staffel angeht.
Und dann natürlich auch im Hinblick auf die WM. Da gibt es ja bloß 4 Startplätze pro Rennen und pro Nation. Und da muss Gerald Hönig die natürlich sorgsam verteilen unter den Athletinnen, die er zur Verfügung hat. Und hier eine, vielleicht die beste Technikerin, Daria Domracheva am Anstieg. Unnachahmlich, wie sie hier auch versucht, den Ski laufen zu lassen. Jetzt die 1-1-Technik anwendet entlang der Schiene, die wir hier rechts sehen. Und 5 Sekunden Rückstand ist erstmal ja, nicht normal für Domracheva. Ja, hat sie vielleicht etwas verhaltener begonnen? Das ist immer ganz schwierig zu beurteilen. Jeder muss sich hier das Rennen einteilen. Ist ja vielleicht auch ein Argument, gerade in der Höhe. Kann ich nicht gleich Vollgas geben. Sonst sagt man ja immer, im Sprint gibt es nur eins. Vollgas von Beginn an. Das muss man sich hier gut überlegen. Wenn du in der letzten Runde blau wirst, dann verlierst du da die Sekunden im Dutzend. Ja. Und das ist natürlich gefährlich. Das ist Meckereinen. Ja. Kaiser Meckereinen. Kaiser Meckereinen, eine der Favoritinnen, die wir auf unseren Zetteln haben für diesen Sprint. 6. im Weltcup, mittlerweile 3-mal auf dem Podest gewesen. Ja, und die Weißrussinnen bestimmen hier den Beginn des Rennens mit niedrigen Startnummern. Kristina Palka. Ja, und die ist recht flott unterwegs. Sie wird hier die Führung übernehmen. Vielleicht, der Weg ist nicht ganz so weit zur Zeitnahme. Mal hinschauen, wie lange es dauert. Um die Ecke. Kubarazewa ist bei 7 Minuten glatt aufgestanden und Palka bei 6,58, 59 könnte sich also ausgehen. So, und jetzt kommt Franziska Hildebrandt hier herein in den Schießstand. Ich habe Fritz Fischer vorhin noch getroffen, der sagt, ja, ganz so tückisch ist er nicht, wie die Athleten immer sagen, normalerweise so regelmäßig oder gleichmäßigen Wind von links. Wenn er dann mal dreht, ja, müssen sie halt reagieren. Naja. Das ist das Spiel, das sich Biathlon nennt. Er ist schon tückisch, definitiv. Fritz weiß das auch aus eigener Erfahrung. X-Weltcups ist er hier gelaufen. Noch nicht so optimal geschützter Skistand wie heute. Aber trotzdem, da ist schon noch ganz schön Wind drin. Ja, ja, und mit dieser Unterstützung sollte sie wieder rausgehen. Sehr gut. Genau das, was sie braucht. Kämpft um die im Augenblick führende Position gegen Palka. Sie ist bei 7 Minuten auch etwa aufgestanden. Und das ist schon ein sehr ordentlicher Vergleich. Ja, 0,7 Sekunden. So eng geht das hier zu. Und schauen wir nochmal über ihre Schulter Richtung Schießstand bzw. Schalter. Ja, und man sieht die Windfahnen. So richtig einschätzen kann man sie nicht. Die hier am Körper wedelt gar nicht. Also das ist nicht einfach. Man hat hier 3 Fahnen im Blick. Eine macht gar nichts, eine ist so ein bisschen was und eine viel. Also da musste ich dann schon entscheiden. Bislang haben wir aber eigentlich noch keine gesehen, die in irgendeiner Form reagiert hätte im Vergleich zum Anschießen. Da scheint das gleich zu sein. Daria Domracheva. Und nach wie vor nicht schnell unterwegs. Also die Rückstände von ihr sind nicht auf einen Sturz oder sowas zurückzuführen. Ja, jetzt steht es auch bei 6,59 auf. Und sie muss also in die Strafrunde. Da sind gut 20 Sekunden. Aber vielleicht mal einen Moment drauf achten, wie lange sie da braucht. Und hier haben wir eine Studie von Kaiser Meckereinen. Die auch sehr schnell unterwegs ist, immer unter den Top 3 in der Laufzeit. Das Schießen ist auch ihr Problem. Wenn wir sie als Deutsche im Fokus hätten, würden wir ab und zu genauso sagen, Mensch, wie unsere Miri. Ja, und hohe Frequenz, wie sie hier hochgeht und wie sie da vorbeiläuft. Spielerisch an der Schwedin. Richtig stark übernimmt die Führung Kaiser Meckereinen.